In diesem Video möchte ich dir die Mother and Father Meditation vorstellen. Ja? Was hat es damit auf sich und warum sollst du dir das anhören? Ja? Es ist nämlich so, wenn wir geboren werden, werden wir von unseren Eltern sozusagen programmiert durch ihr Verhalten, durch ihre morphischen Felder, durch die DNA. Das heißt, wir sind sozusagen das Resultat, das Ergebnis, das Verhalten, also die Spiegelung unserer Eltern oder anders gesagt, der Traumata unserer Eltern, das Verhalten unserer Eltern. Ja. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel irgend so ein Verhalten hast, ob das jetzt zum Beispiel dein Konsumverhalten ist, dein Beziehungsverhalten oder dein Verhalten im Leben oder Probleme, die du da hast, was auch immer, basiert in der Regel immer darauf, dass wir etwas von unserer Mama oder von unserem Papa oder von unseren jeweiligen Erziehungsberechtigten übernommen haben. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil du bist, solange du in diesem morphischen Feld bist, nicht du selbst. Du kannst nicht selbst Entscheidungen treffen. Du triffst sie auf Basis deiner Muster und diese Muster sind sozusagen die Spiegelung der Muster deiner Eltern. Ja. Und in diesem Sinne, dafür habe ich eben eine Meditation produziert, die Mother und Father Meditation. Free yourself from morphic field from your mother and father. Das sind zwei unterschiedliche Meditationen, wo du sozusagen beide hintereinander hören kannst oder getrennt hören kannst. Und da geht es darum, dass du dich befreist vom morphischen Feld deiner Eltern und dass du dich befreist primär von den Mustern deiner Eltern. Und vor allem auch eine Sache, die speziell auch da eingebaut wurde, und zwar das Mangeldenken deiner Eltern, das Geldverhalten deiner Eltern. Ja. Und es gibt die ganze Meditation basiert auf mehrere Teile. Die erste Phase ist, dass du in eine Entspannung hineinkommst, dass ich dich sozusagen da hineinführe. Und dann stellst du dir zum Beispiel das Szenario vor mit deiner Mutter, wie sie jung war, was sie sieht. Und das Ganze ist übrigens eine Quantenmeditation. Das heißt, das ist eine Meditation, die auf Gehirnforschung beruht. Und man sieht im EEG, während du die Meditation machst, wie im Gehirn etwas passiert, wie sich Neuronen neu verschalten. Also eine sehr, sehr spezielle Methode, die sehr, sehr toll wirkt. Also du kommst zu deiner jungen Mutter, siehst sie, wie sie gerade anfängt, die Welt zu verstehen. Ja. Dann geht es darum, dass du dir vorstellst, was sie fühlt, wie es ihr geht, wer sich um sie kümmert, wie ist ihr Alltag. Du visualisierst das Ganze. Ja. Wie gehen ihre Eltern mit Geld zum Beispiel um? Welche Emotionen empfindet deine Mutter? Welchen Schmerz fühlt sie und welche Überzeugungen hat sie? Ja. Dann stellst du in der nächsten Phase eben vor, wie du dich jetzt mit deinem gegenwärtigen Gewahrsein in die Vergangenheit teleportierst, wo deine Mutter sozusagen noch jung war oder in diesem Alter war. Ja? Und dann sagst du zu ihr, dass die Welt ein sicherer Ort ist, dass sie keine Angst haben braucht. Sag ihr intuitiv genau das, was du ihr sagen willst, wovon sie sich heilen will oder was dein Thema ist oder was auch immer. Das kommt intuitiv. Ja? Das kannst du dir auch vorher überlegen. Ja? Damit du ihre und deine Wunden heilst. Ja? Und dann geht es darum, dass du ihr sagst, dass sie sich erlauben soll, die beste und tollste Version und das beste und tollste Leben, was sie sich wünscht, zu leben. Ja? Und dann stellst du dir vor, wie sie immer glücklicher wird, immer mehr Liebe empfindet, immer vom Universum mehr getragen und unterstützt wird und so weiter. Ja? Wie sie ein anderes Leben verläuft, eine andere Zukunft kreiert. Ja? Und dann gehst du zu diesem Punkt, als du geboren wurdest von dieser neuen Version. Ja. Und beobachtest deine eigene Entwicklung, wie sie verlaufen hätte können, wenn deine Mutter ganz anders gewesen wäre. Ja. Zum Beispiel in Bezug auf das Thema Mangeldenken oder was auch immer. Du kannst ja dich von verschiedenen morphischen Feldern in dieser Meditation befreien. Ja. Und dann gehst du sozusagen als dieser Zehnjährige oder Zehnjährige zu deiner aktuellen Mutter vor dir und sagst dir Folgendes: Mama, es tut mir so leid, dass du dein Leben lang mit Geld kämpfen musstest. Ich habe tiefes Verständnis und Mitgefühl für dich und für deine Situation. Ja. Für die Zeit, als du Angst hattest, Schuld, Scham empfunden hast, als du dich gefürchtet hast, als du alleine warst und dich alleine gefühlt hast und dass du nicht genug hattest. Ja. Also da geht es darum, diese Phase, dass du diese Mitgefühl integrierst und mit ihr teilst, dass sie Verständnis für sich selbst durch dich bekommt. Ja. Und dann geht es darum, dass du dir deine Mutter ansiehst und dass du dir die zukünftige Version, die du vorher schon sozusagen erschaffen hast, links neben ihr vorstellst. Also sie steht, deine normale Mutter steht vor dir und die andere Version steht links daneben. Und das ist nämlich so, wenn du
nach links schaust, dann erzeugt das Gehirn die Zukunft. Wenn du nach rechts schaust, ist es die Vergangenheit. Und deswegen ist die Gegenwart deine Mutter. Und links ist die zukünftige Version deiner Mutter. Und im Gehirn werden zukünftige Neuronverbindungen erschaffen durch diese neue Version. Ja. Und dann stellst du dir vor, dass diese neue Version neben deiner Mutter steht. Und du blickst aber deine Mutter in der Mitte an und sagst ihr: Mit meinem ganzen Herzen wünsche ich, du hättest es besser gehabt, ja. Genau, du sagst: Mutter, schau, dies ist die Wahrheit von dir. Diese Wahrheit lebt in jeder Zelle meines Körpers. Gib mir deinen Segen, mich von jeglichen emotionalen Anhaftungen und destruktiven Überzeugungen zu befreien. Und dann stellst du dir vor, wie diese zwei Visionen zueinander verschmelzen und zu einer Vision werden, ja. Und dann gehst du zu dem Punkt, wo diese Vision dich gebärt, ja, und sagst aus deiner Bewusstseinsperspektive zu deinem Baby-Ich: Willkommen in dieser Welt, in einer Welt voller Freude, voller Frieden, Liebe und Überfluss, ja. Und dann bringst du dich zurück in die Gegenwart, also wo du jetzt gerade bist, und stellst dir vor, wie deine Mutter die Hände auf deinen Schultern hat von hinten und dich die ganze Zeit dein Leben lang getragen hat, für dich da war, Fülle, Freiheit, Liebe, Verbundenheit und Überfluss sozusagen in dein Leben bringt. Ja? Ja, und dann kommt sozusagen das Ende. Ja, und dann gibt es dieselbe Meditation, nur für den Vater. Ja. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder diese zwei Visionen hört und sich sozusagen befreit und dadurch aufwacht zu sich selbst, zu seinen eigenen Überzeugungen und nicht mehr mit den Überzeugungen seiner Eltern durch die Welt läuft. Ja. Ich wünsche dir damit viel Freude bei dieser Meditation, bei diesen Meditationen. Diese sind ab jetzt verfügbar im Brainwave 3D Shop. Oder in unserer App, diese kannst du kostenlos testen auf der Webseite brainwave3d.com/app oder im App Store einfach runterladen, wenn du nach Brainwave 3D suchst. Ja, kannst du sozusagen 7 Tage kostenlos testen in der Kategorie Selbstprogrammierung. In dem Sinne viel Freude damit und bis zum nächsten Video.